Hallo Freunde, wenn man die Entscheidung trifft, in den großen Sport einzusteigen, entstehen auf dem Weg dorthin viele Hindernisse. Man muss mit dem eigenen Körper kämpfen, dem ständigen Zeitmangel, der eigenen Faulheit, Müdigkeit und dem Wetter. Was? Nein, wir haben uns nicht geirrt. Gegen das Wetter kämpfen, weil das Wetter ziemlich eigenwillig ist. Stop. Und es sich manchmal überhaupt nicht für menschliche Pläne und Unterhaltungen interessiert. Manchmal kann es jedoch völlig unerträglich sein. Was die Situation auf dem Spielfeld total absurd macht. Genau über solche Fälle werden wir heute sprechen. Hier sind die komischsten und merkwürdigsten Fälle aus dem großen Sport, wobei das Wetter alles verdorben hat. Los geht's! Was könnte schlimmer sein, als mit dem Ball in den Händen über das Feld zu rennen und zu wissen, dass der Sieg der ganzen Mannschaft von dir abhängt und dabei überhaupt nichts auf dem Feld zu sehen ist? In solch einer Situation befanden sich die Spieler zweier Mannschaften, Philadelphia Eagles und Chicago Bears, im Jahr 1988. Dabei war es ein ganz gewöhnlicher Tag. Es war kalt, aber sonnig. Das ganze Land freute sich auf die NFL-Playoffs zwischen ihren Lieblingsteams und versammelte sich vor ihren Fernsehern. Am Ende wurden all diese Menschen aber enttäuscht. Es zog plötzlich während des Spiels ein dichter Nebel übers Feld und niemand wusste, was passiert ist. Monster? Militärwaffe? Es gab viele Versionen, doch der wahre Grund war viel einfacher. Das Wetter. Der Nebel war so dicht, sodass die Spieler auf dem Feld kaum ihre eigenen Füße gesehen haben. Und die Zuschauer auf den Tribünen sowie das Kamerateam haben überhaupt nichts mehr gesehen. Das Erstaunliche dabei ist, dass man entschieden hat, das Spiel nicht zu unterbrechen. Man hätte dafür zu viel Geld ausgegeben. Aus diesem Grund mussten die Spieler fast blind spielen und die Richter mussten erzählen, was auf dem Spielfeld passiert ist. Die Zeit vom 5. bis 9. Dezember 1952 in London ging in die Geschichte als The Great Smog ein. Der Temperaturspiegel ist stark gesunken, sodass Menschen anfingen, ihre Häuser mit Kohle zu heizen. Normalerweise löste sich der Rauch schnell wieder auf, doch an diesen Tagen wehte ein warmer Wind. Er drückte die schmutzige, kalte Luft nach unten und so war die britische Hauptstadt für 5 Tage in diesem dichten Smog gefangen. Die Aktivitäten der Menschen wurden jedoch nicht unterbrochen, genauso wie die Sportereignisse. So ging der Torhüter von Charlton Athletic, Sam Bartram, am 5. Dezember als Held in die Geschichte ein, an dem man sich heute noch gerne erinnert. Es war ein sehr schwieriges Spiel und wurde mehrmals unterbrochen. Sam Bartram befand sich dabei die ganze Zeit in der Nähe seines Tores und versuchte im dichten Nebel den Ball zu erkennen. Irgendwann bemerkte er, dass es ziemlich ruhig geworden ist und es in seiner Nähe überhaupt keine Spieler mehr befanden. Es schien ihm recht seltsam vor, doch Sam war schließlich der Torhüter und wollte sein Tor nicht verlassen. Letztendlich wurde Sam von einem Polizisten entdeckt. Die beiden waren sehr überrascht, denn der Richter beschloss, das Spiel vorzeitig zu beenden. Und das ist noch vor 15 Minuten passiert. So hat seine Mannschaft ihn ganz einfach im Tor vergessen. Interessant, wie lange Sam dort noch stehen geblieben wäre, wenn nicht der Polizist. Wir wissen zwar nicht, was ihr darüber denkt, wir sind aber der Meinung, dass das Ereignis, das in die Sportgeschichte als Mud Cup eingegangen ist, definitiv unsere Aufmerksamkeit verdient. Das Ganze ereignete sich am 26. November 2007. Es war ein Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Pittsburgh Steelers, erinnerte jedoch eher an ein Schlammspiel als an American Football. Kurz vor dem Spielbeginn hat es heftig geregnet, sodass das Spielfeld unter Wasser stand und die Spieler fast knöcheltief im Wasser standen. Vor allem erinnern sich die Zuschauer an den Moment, als der Ball anstatt vom Boden abzuprallen darin stecken geblieben ist. Wir können mit euch wetten, dass ihr so etwas noch nie zuvor gesehen habt. Ist das ein Vogel? Oder ein Flugzeug? Leider nein. Bedauerlicherweise ist das leider auch nicht der Superman. Das ist nur der fliegende Ball und der Wind. Der 12. Spieler des gegnerischen Teams. Starker Wind drehte den Ball um und schickte ihn direkt ins Tor. Das nennen wir ein sauberes Tor. Wie wäre es, wenn wir kurz zu Baseball übergehen? Dieses seltsame Spiel ereignete sich am 19. Juni 2006, als in der ganzen US-amerikanischen Stadt St. Louis ein schwerer Sturm wütete. Trotz der Tatsache, dass das Wetter nicht besonders gut war, wollten alle, dass das Spiel zwischen den St. Louis Cardinals und Atlanta Braves doch noch stattfindet. Obwohl das Spiel um fast 2,5 Stunden verschoben wurde, mussten sich Baseballspieler immer noch dem Wetter stellen. Zuerst war es ein Sandsturm, dann gab es auch noch einen heftigen Regen. Starker Wind und Blitze am Himmel haben die Situation weiterhin verschlechtert. Schau, wollten wir sagen. Game must go on. Die Cardinals siegten an diesem regnerischen Abend mit 8:3.
Wir haben euch heute bereits von den Philadelphia Eagles erzählt. Das Wetter scheint diese Mannschaft überhaupt nicht zu mögen. Diesmal ging diese Mannschaft zusammen mit den Detroit Lions in die Geschichte ein. Und die Zuschauer konnten wieder einmal nichts sehen. Diesmal jedoch wegen einem schrecklichen Schneefall. Die Eagles besiegten die Lions mit 34:20, aber zu welch einem Preis? Das Spiel fand unter derartigen Wetterbedingungen statt, die Fußballspieler noch nicht gekannt haben. Eine dicke Schneeschicht machte es nicht nur schwierig zu laufen, sondern auch noch das Gras ziemlich rutschig. Aus diesem Grund sind die Spieler vielmals runtergefallen und wieder aufgestanden. Runtergefallen und wieder aufgestanden und wieder runtergefallen. Naja, ihr habt schon verstanden. In diesem Fall haben Spieler nicht einmal sofort verstanden, was passiert ist. Dieser ohrenbetäubende Lärm erschreckte absolut alle. Es war so unerwartet, dass sich alle Baseballspieler schnell vom Feld machten. Kann man sie dafür beschuldigen? Eher nicht. Schließlich hätte wahrscheinlich jeder von uns das Gleiche gemacht. Und ja, es war wieder einmal das Wetter, das für solch eine Überraschung sorgte. Auch wenn die Spieler anfangs glaubten, dass es Schüsse seien, war es dennoch ein Donnerschlag. Wenn ihr denkt, dass diese Reaktion auf einen Donnerschlag lustig war, dann schaut euch diese an. Es war wieder einmal ein Baseballspiel und ein schrecklicher Sturm, weshalb das Spiel auch unterbrochen werden musste. Wenn der Blitz dem Feld sehr nahe kommt, gibt es nichts mehr zu lachen. Dieses Video wurde in Südafrika gemacht und zeigt, was passiert, wenn die Natur beschließt, sich auszutoben. An diesem Tag schlug der Blitz direkt in eine der Fahnen auf dem Fußballfeld ein. Und obwohl keiner der Spieler direkt vom Blitz getroffen wurde, lagen dennoch viele von ihnen auf dem Boden. Dabei täuschten sie überhaupt keine Schmerzen vor. Der Blitz war so nah, dass sie von der Druckwelle und dem Druckabfall betäubt wurden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Das Spiel musste jedoch immer noch dringend beendet werden. Es hat angefangen zu schneien und das Spiel musste deswegen verschoben werden. Für einige Spieler ist es jedoch kein Grund zur Aufregung. Wie sagt man? Nutze alle Möglichkeiten, die sich dir bieten? Genau das haben Baseballspieler von Tampa Bay Rays und Kansas City Royals auch gemacht. Als das Spielfeld mit einer Unterlegplane bedeckt werden musste, um das Gras vor Schnee zu schützen, benutzten sie es als eine Strecke für den Slip and Slide. Unserer Meinung nach eignet sich solches Wetter nicht besonders gut für eine Wasserunterhaltung, sieht aber dennoch sehr lustig aus. Apropos Slip and Slide. Es stellte sich heraus, dass dafür absolut keine Unterlegplane erforderlich ist. Stattdessen erfordert man nur einen starken Regen, aber einen wirklich sehr starken, damit auch alles unter Wasser steht. Genau wie am 24. Juni 2011 beim Spiel zwischen South Sydney Rabbitohs und Denver Broncos. Das Spielfeld stand so unter Wasser, dass die in alle Richtungen fliegenden Spritzer das geringste Problem waren. Schaut euch das nur an, teilweise schwimmen die Spieler fast im Gras. Als Spieler von Miami Dolphins und Dallas Cowboys im Jahr 1993 auf das Spielfeld kamen, wussten sie noch nicht, dass sie an diesem Tag keine American Football Spieler, sondern Eiskunstläufer sein werden. Warum? Weil das Spiel mit einer dicken Schicht gefrorenen Wasser bedeckt war. Dabei hatte niemand von den Jungs Schlittschuhe mit. Wirklich schade. Solch ein Spiel wäre sicherlich in die Geschichte eingegangen. Aber auch ohne Schlittschuhe war das Spiel ziemlich spektakulär. Schaut euch den Ball an, der auf dem Boden landet und gleitend auf dem Eis den Spielern davonflieht. Der Schlagmann im Baseball erfordert hohe Konzentration und Reaktionsgeschwindigkeit. Und wir sind sicher, dass unser Held das alles im Überfluss hat. Wie kann man aber den Ball treffen, wenn ständig Schneeflocken ins Gesicht fliegen? Oh. So sehr, dass der winzige Ball zwischen ihnen fast überhaupt nicht zu sehen ist. So sehr steht das Wetter einigen Sportereignissen im Wege. Das hier sieht ziemlich atemberaubend aus, denn mit ungefähr 300 Stundenkilometern über die Strecke zu rasen und hinter einem Ball hinterher zu rennen, ist etwas ganz anderes. Der Grand Prix von Malaysia 2009 trägt stolz den Titel des nassesten Rennens aller Zeiten. Der Regen verstärkte sich mit jeder Sekunde. In der 32. Runde war der Regen bereits so dicht, dass man überhaupt nichts mehr gesehen hat. Infolgedessen gelang es den Fahrern, etwa 75% der Rennstrecke zu überwinden. Das ist aber auch gut so, denn Sicherheit geht vor. Was könnte schlimmer sein als ein kalter Regen, der die Siegespläne ruiniert?
nur ein kalter Hagel. Schließlich wird es unmöglich sein, unter solchen Wetterbedingungen zu spielen, da es ziemlich schmerzhaft wird. Solche widrigen Wetterbedingungen verhinderten im Jahr 2014 ein Freundschaftsspiel zwischen den belgischen und tunesischen Nationalmannschaften. Wenn man sich aber diese riesigen Hagel anguckt, möchte man nur eines sagen: Gut, dass wenigstens niemand verletzt wurde. Den Titel der tapfersten Baseballspieler würden wir gerne diesen Jungs aus Libertyville, Illinois verleihen. Das ist doch mal was. Einfach dazustehen und überhaupt keine Angst vor einem Tornado haben. Auch wenn das nur ein Mini-Tornado ist, schließlich sind die Spieler auch keine Erwachsenen. Dieses Golfspiel wurde wegen plötzlichen Schneefalls für ganze 2 Stunden unterbrochen und die Spieler scheinen darüber überhaupt nicht verärgert zu sein. Sie haben beschlossen, diese großartige Gelegenheit zu nutzen, um ein paar Schneebälle zu werfen und sogar einen Schneeengel zu machen. Zum Schluss zeigen wir euch noch den Albtraum eines jeden professionellen Golfspielers. Stellt euch das nur vor, verzweifelt gewinnen zu wollen und zusehen zu müssen, wie der Wind den Ball immer wieder zur Seite rollt. Eine ziemlich lustige und schreckliche Situation zugleich.